Möchtest du wissen, wie du die Bilder für deine Website um bis zu 90% verkleinern kannst? Wenn ja, dann bist du hier genau richtig. Denn in diesem Video zeige ich dir, wie du Bilder fürs Web, also für deine Website, enorm komprimieren kannst. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem wichtigen Praxisvideo. Ich zeige dir, wie du Bilder verkleinerst. Und zwar zeige ich dir zwei WordPress-Plugins. Das eine ist Imagify und das andere ist iwww. Zudem zeige ich dir, falls du etwas anderes wie WordPress verwendest oder einfach nur Bilder grundsätzlich verkleinern möchtest, wie du das mit Imagify auch online machen kannst, ohne dass du ein bestimmtes Website-System hast. Und du bekommst ein paar wichtige Tipps und Tricks von mir. Ich bekomme oft die Frage, wie groß sollten denn Bilder sein? Eine konkrete Antwort darauf zu geben ist schwierig, weil man ja nie weiß, wie ist es ein Foto, ist es ein Screenshot oder was ist es denn genau? Wie groß ist die Website? Ist es eher eine schmale Website, eine breite Website? Daher kann man das allgemein nicht sagen oder ganz konkret nicht sagen. Aber ich habe hier zwei Punkte, die enorm wichtig sind. Als erstes solltest du das Bild vor dem Upload auf die Größe verkleinern, in der du es später einbinden möchtest. Denn das spart schon mal einige Körner, sage ich jetzt mal so. Das heißt, die Dateigröße sollte grundsätzlich so klein wie möglich sein und wir machen das in zwei Schritten. Als erstes verkleinerst du die Größe, also die Auflösung, die Größe auf die Größe, in der du es einbinden möchtest. Und als nächstes nutzen wir ein Tool wie eWWW oder Imagify. Wenn du WordPress verwendest, besuche hier meine Website oliverpfeil.de/WordPress-beschleunigen. Dort findest du viele weitere Tipps und Tricks dazu. Jetzt aber zu diesen Tools. Als erstes möchte ich dir kurz die beiden WordPress-Plugins vorstellen. Das eine heißt Imagify. Du findest es im WordPress-Plugin-Verzeichnis und du siehst hier, gibt es sogar ein Bild, das mit 94% gerendert wurde und im Durchschnitt erreicht das so um die 73%. Ist jetzt mittlerweile auch neu mit WebP. WebP ist ein sehr modernes Format, das JPEG-Bilder und PNG-Bilder nochmal um die Hälfte reduziert und dieses Plugin liefert automatisch immer das richtige Bild aus, je nachdem welcher Browser was kann und was nicht. Ein ähnliches Plugin ist eWWW. Das ist letztendlich Geschmackssache. Beide sind absolut in Ordnung und damit kannst du letztendlich genau dasselbe machen, auch WebP-Bilder verkleinern. Ich finde es zwar jetzt hier in der Beschreibung nicht, aber ich weiß, dass es funktioniert. Hier steht es, WebP-Bilder haben wir also auch mit dabei. Alles gut, wenn du WordPress verwendest. Wenn du kein WordPress verwendest oder Bilder so verkleinern möchtest, dann solltest du dir die Website von Imagify, also dem ersten Plugin, das ich dir hier gezeigt habe, einmal ansehen, denn da kannst du das Ganze online machen. Du kannst bei Imagify einen kostenlosen Testaccount dir holen und dann gibt es verschiedene Pakete. Du siehst, ich habe hier 3 GB frei gehabt. Jetzt habe ich noch 656 oder das habe ich verbraucht. Das meiste ist noch hier frei. Und dann kann ich hier sagen, was möchte ich denn optimieren? Ich möchte hier ein Bild optimieren. Und wie soll das Kompressionslevel sein? Normal, aggressiv oder ultra? Und dann mache ich einfach Folgendes. Ich habe jetzt hier zwei Bilder vorbereitet und die schiebe ich hier einfach rein. Das eine ist ein Urlaubsbild aus Australien, das andere ist ein Screenshot. Und wir sehen jetzt hier, wir haben das Ganze um 51% verkleinert. Und jetzt kann ich hier auf Download klicken und dann werden wir diese Bilder, du siehst es hier jetzt nicht am Bildschirmrand, werden diese Bilder heruntergeladen oder wir können auch hier alle kombinieren und in einer ZIP-Datei herunterladen. So funktioniert das ganz genauso. Das heißt, du kannst damit Bilder sehr schnell und sehr einfach verkleinern. Welcher Algorithmus hier dahinter steckt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Bilder sehr viel kleiner werden. Mein Durchschnitt, den ich mal ausgerechnet habe, war so bei 70%. Aber ganz egal, ob das 40%, 70% oder 90% sind, du hast eine enorme Verkleinerung und damit eine Zeitersparnis. Ladezeit auf einer Website ist enorm wichtig, denn das reduziert die Absprungrate. Das ist
ein Suchmaschinenoptimierungsfaktor bei Google und deine Besucher werden es dir danken, gerade die, die mit Smartphones und mobilen Endgeräten unterwegs sind, wo die Ladezeit einfach grundsätzlich noch etwas länger ist, weil das Ganze anders gerendert wird, ist das eine super Sache. Gut, am Ende des Videos habe ich noch einen Tipp für dich, wenn du deine Website weiter verbessern möchtest. Wenn du wissen möchtest, was die wirklich wichtigsten Elemente sind, dann solltest du dir dieses Buch ansehen. Das Buch heißt Website Explosion und darin habe ich die 17 wichtigsten Elemente für mehr Umsatz und Kunden herausgeschrieben. Ganz kompakt auf 163 Seiten. Ich beschreibe das Element und dann zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dieses Element bei dir auf deiner Website umsetzt. Daher ist es auch für Anfänger geeignet, Schritt für Schritt erklärt, absolut leicht verständlich. Das ist mir immer ganz besonders wichtig, dass es jeder umsetzen kann. Wenn du wissen möchtest, was diese 17 Elemente sind, dann besuch jetzt meine Website auf oliverpfeil.de/go/website-explosion. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Verkleinern deiner Bilder mit Imagify, mit eWWW und noch mehr Spaß mit dem Buch, wenn du es dir sicherst, wenn du Lust auf diese 17 Elemente hast. Wenn dir dieser Tipp zur Reduzierung deiner Bilder gefallen hat, bitte like das Video, das hilft mir natürlich immer sehr und dann sehen wir uns vielleicht bei einem anderen Video einmal wieder. Viel Spaß und viele Grüße, dein Oliver Pfeil.